Aloha und willkommen zurück bei World of Warcraft mit dem Hoof White und dem Johnny Doe. So, violette Turm. Wir haben das Ding, was wir haben sollten. Und B. Und dann. Wo ist denn der komische? Ah, da. Apex-Kristall. Was ist jetzt der? Ja. Bild von Kommandantin Sanaas. So. Anaria Shula. Seid gegrüßt. Ihr beschreibt, was ihr gesehen habt. Kommandantin Saranis, sagt ihr? Sie ist eine von Keltas Beratern, aber ganz sicher keine Magierin. Ich kenne sie von dem Angriff auf Kirinwa. Ich glaube, ihr habt recht. Hufweit, sie sagte den Fluch vielleicht nicht selbst. Was? Sie mag den Fluch vielleicht nicht selbst aufrecht halten, aber sie hat den Schlüssel zum Schild. Quest beenden und dann kriegen wir wahrscheinlich den Schlüsselstein erobern. Es überrascht mich nicht, dass Keltas den Schlüssel zu diesem Schutzschild in die Hände von jemandem wie Kommandantin Saranis gegeben hat. Prinz Keltas mag vielleicht vieles sein, aber sicher kein Narr. Um diesen Fluch ein für alle Mal zu brechen, müsst ihr in die Festung der Stürme gehen und den Schlüsselstein besorgen. Wenn der Schlüsselstein zerstört ist, werde ich meine Freiheit wiedererlangen. Questziel, reist zur Bonitia, der Festung der Stürme, und besorgt euch den Schlüssel und dann sind Sanaris. Seid vorsichtig. Ist das nicht ein Dungeon? Werden wir dann sehen. Sag ich jetzt einfach mal. Hua. Hua. Hallo, mein Dicker. Hua. Ich würde sagen, Hans ist hier vorbeigesprungen. Ich würde sagen, ich bin am Ziel vorbei. So. Zur Festung der Stürme. Ja, doch, Wahn ist ein Dungeon. Doof. Das können wir jetzt nicht so alleine machen. Wir machen erstmal das und dann von da aus reisen wir dann nach Area 50. Wir reisen jetzt nach Area 52. Da können wir auch noch ein paar Quests abgeben. So machen wir das. So machen wir das jetzt. So setzen wir das jetzt um. Wisst ihr was? Wir machen erst die Mana-Schmiede. Schmiede. Mana. In so einer Schmiede, ne? Mann, ich hab's heute mit meinem Deutsch. In so einer Mana-Schmiede. Mann. Und fliegen wir aber auch von Höckchen nach Stöckchen. Kein Wunder, dass hier damals das Fliegen mit reinkam. Ich mag immer noch meinen Hippogreif. Habe ich damals gekriegt, weiß ich ja nicht, ob ich das schon erzählt hatte, durch Freunde werben Freunde. Und die noch Spielzeit dazu gekauft haben und sich das Spiel gekauft haben, hat man dann eben hier... Unter anderem so ein Hippogra, also ein Flugtier gekriegt. Ist das denn die Mana-Schmiede? Mein Gott, heute Abend. So.
Alle verstanden? Gut. Nordens, der Kriegsoffensive benötigt im Norden eure Hilfe, damit anhandende Bedrohungen durchgehen. Ja. So, beitreten. Niedersturm, Questlog öffnen. Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Ich wollte einfach mal gucken. Sekundäre Beruf, vorgeschlagene Inhalte. Dungeons. Irgendwo muss ja hier der Eingang sein. Da ist er doch. Hallo, Herr Hauptmann! Ich bin benommen. Ich bin benommen und benebelt. Mann. Halt die Gosch! Schalten. So. Einmal die Mana-Schmiede hier abschalten. Der Warp-Ingenieur ist so. Juckt mich am Auge. Haha, Moment. Damals schon so gehasst, das Abschalten hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das damals hingekriegt habe. War da vielleicht oben oder so? War das oben? Ach nee, ich brauche ja von dem einen da den Schlüssel. Ha. So war das. Hallo? Der hat den Schlüssel nämlich hier, ne? War das genau? Notabschaltung beginnen. Ich versuche natürlich die Notabschaltung aufzuhalten. Das lasse ich ja nicht zu hier, also. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Dann kann ich noch nicht wirken. Man muss die nur mal antängen, so einmal so ganz kurz andipsen, dann lassen sie auch hier von der Steuerkonsole ab. Gott sei Dank. Kommt schon der nächste Techniker. So, den haben wir direkt schon mal markiert. So besonders stark sind die auch nicht. Schade, dass man dafür keine EP kriegt für die ganzen, wenn man da, sag mal, weghaut, ne?
die ganze Zeit nicht neben mich. Ach, die nächste. Oh. Der hat gesessen, würde ich sagen. Notabschaltung, die dauert natürlich ein bisschen. Schon in einer Sekunde abgeschlossen. In 30 Sekunden abgeschlossen. Okay. Hab ich gar nicht hier unten gesehen. In 10 Sekunden abgeschlossen. Cool. In der Zeit haben auch alle wieder respawned. Ah, meiner Schmiede. Wie? Abgeschaltet. So, wo geht's denn hier raus? In diese Richtung müssen wir raus. Das ist doch schön. Plupp. Und auf geht's zu Area 52. Area 52. La 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 la. Oder so ähnlich. Jetzt wollte ich gerade direkt angreifen. 6 Sekunden, neutralisiert, ja. Ihr habt eigentlich kein Blitzdings gesehen. Ich mag diese kleinen. Oh, ich habe ein Geschäft für euch. Ja, das glaube ich dir gerne. Das bringt uns alles nichts. So, die wollte ich ja behalten. Weiß ich immer noch nicht, was ich damit machen soll. Nutzen entzieht einen nahegelegenen Blutjuwelenkristall die Energie. Ja, egal. Ich weiß nicht, ob wir das nachher nochmal brauchen, aber im Moment sage ich einfach mal, nein, brauchen wir das nicht. Okay. Komm, komm, auf, verkaufen. Das können wir verkaufen. Kein Verkaufspreis. Das können wir auch verkaufen. Die natürlich erst recht. Okay. Ist schön, dass ich helfen konnte. Hab ich mich jetzt überhaupt repariert? Ja, habe ich doch. Hab ich. Kommt bald wieder. Habe ich. Moment. Hä? Hä? Ach so. Ihr müsst doch diejenige sein, der uns die ganze Ausrüstung von den Ruinen her gebeamt hat. Ein Hoch auf euch. Ihr habt die Ausrüstung bereits an unseren Grabungsort weiterverteilt. Jetzt können wir unsere Aufgaben der Ausgrabungen im großen Stil überall auf der Insel durchführen. Die Niederrakete wird eben nur kommen nicht fertig werden. Merkwürdig, wartet mal. Habt ihr gesagt, ihr habt uns 4 Dinge zurückgeschickt? Ich habe nur 3 bekommen. Bleibt gut drauf. Dr. Boom. Schon das? Hufweit, mein früherer Schützling, Sparky, Überschub hat sich geweigert, während seiner Arbeit hier seinen Helm zu tragen und hat sich in den berüchtigten Dr. Boom verwandelt. Er hat sich mit einem großen Teil unserer Pionierausrüstung nach Nordosten aufgemacht. Seitdem sind er und sein Boombot eine große Bedrohung für Area 52. Ich möchte, dass ihr zu seinem Lager außerhalb der Stadt geht und ihm ein Ende macht. Benutzt diese Boombomben, um ihn auszulöschen. Und passt auf, dass ihr ihm und seinem Boombot nicht zu nahe kommt. Bleibt sauber. Ja. Ein Quiz nach dem anderen. So, hier haben wir auch nochmal. Redet mit mir! Papa Meuchel. Das sind gute und schlechte Nachrichten zugleich. Wir haben ihnen einen Schlag versetzt, aber weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wenn die brennende Legion überall im Netasturm frei herumrennt und näher kommt. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Gang hochschalten müssen. Ich hoffe, ihr könnt uns dabei helfen, Hofweit. Bleibt gut drauf! Ich weiß noch nicht. So. Seid gesegnet.
Das Licht ist euch wohlgesinnt, Hufeite. Wir alle haben für euren Erfolg gebetet. Nein, ihr wieder mit Quest. Maschinenschmiede. Maschinenschmiede jetzt auch noch. Alter, ich sollte, also. Mana-Schmiede, Kuru, Abschaltung. Euer Erfolg in der Mina hat uns sehr große Hoffnung gemacht, Hufeite. Wir haben unsere Entdeckungen den Seern mitgeteilt und sie haben uns im Gegenzug mehr Informationen über die übrigen Mana-Maschinen gegeben. Es sind immer noch 3 weitere Mana-Schmieden, die von der Armee der Sonnenzorns kontrolliert werden. Die Mana-Schmieden Kuru findet ihr im Osten. Vorarbeiterin Sylanas ist im Besitz des Zugangskristalls. Besorgt ihn und schaltet damit die Steuerkonsole ab. Wir zählen auf euch. Schon wieder eine Steuerkonsole abschalten. Die Naru haben uns nicht vergessen. Euer Erfolg in der Mana-Schmiede Bina war sehr bemerkenswert. Ich bin sicher, dass Anachoret Karja euch bitten wird, eure Leistungen als Minister in der Mana-Schmiede Kuru zu wiederholen. Wir haben erfahren, dass ein besonderes wichtige Regiment von Arkanisten und Forschern des Sonnenzorns dort stationiert wurden. Wir würden sie gerne angreifen. Wenn es euch gelingt, wird das einen vernichtenden Schlag für die Streitkräfte unserer Feinde sein. Gute Gesundheit, langes Leben. Ja, das, das doch eh. So, was hat er denn noch? Wow. Allianz. Kommandant von Bum. Hey, wie geht's euch so? Hufeit, ich möchte, dass ihr alle diese Atreus-Kristalle zum Chefingenieur Treppmeins, Ingenieurchef bringt. Er wollte wissen, dass, was mit ihm zu tun ist. Und, was ist es nicht weiß, dann sorgt dafür, dass er es herausfindet. Schönen Tag auch. Ach, mein Questlog ist voll. So, was machen wir denn zuerst? Wir machen zuerst hier den Mr. Boom. Der müsste nämlich hier direkt in der Nähe gleich sein. Dann haben wir das vielleicht schon mal hinter uns. Wir sollten uns erst um die Schinder, glaube ich, mal hier kümmern. Dann können die uns nämlich schon mal nicht mehr angreifen. So meine Idee und mein Plan. Wenn er denn auch so funktioniert. Bin ich auch vom Fliegen hier? Bin ich auch von hier oben her? Doof, ich kann das. Kann ich das denn vom Fliegen her machen? Nee, würde ich mal eben gerne ausprobieren, wenn ich halt auf dem Reiter sitze. Ob das auch geht. Nein, geht natürlich nicht. Nein! Scheiße! Da hat er gesagt, nicht zu nahe kommen, aber ja, wie soll denn das anders gehen? Stehe ich jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Ich muss ja schon recht nah da rankommen an den alten da. Mann! Das war einfach ein wenig wahrscheinlich zu nah. Das war ein wenig zu nah.
greifen die denn an? Oh. Ja, kein Problem. Alter! Das gibt's nicht! Warum machen die denn so einen enormen Schaden, ne? Jetzt müssen wir eben ganz kurz warten. Hm. Wie sollen wir das denn hinkriegen, ne? Weg. Ja, mal im Kampf dummerweise. Wie soll ich das denn schaffen? Versuch's mal erstmal hier, weil wir aus dem Kampf da irgendwie rauskommen. Klappt nicht, so ein Dreck. Ich würde ja echt sowas von gerne irgendwie schaffen. Ah, noch weiter raus scrollen kann ich einfach nicht. Bin ich raus. Hm. Muss man versuchen. Vielleicht kann ich mich ja direkt zu ihm mehr oder weniger gesellen hier oben. Das müsste nicht so ganz, aber. Das müsste vielleicht ein bisschen besser klappen hier. Ja, fast. Wo ist der denn? Da. Doch, der klappt halt. Ha! Uah. Ach, die Tricksau, oder? Nee, doch nicht. Jetzt bin ich zu weit entfernt zum Dreck. Ach, so nicht. Das gibt's doch nicht. Der kann doch nicht so stark sein. Na ah, super. Scheiße. Nein! Jetzt zieh ich alles an, Leute. Es gibt's nicht, das ist echt nicht mein Tag oder was? Seid noch nicht bereit. Hä? Ich
wie soll ich denn das schaffen? Ach, jetzt bin ich immer noch im Kampf. Ah, das gibt's einfach nicht. Ich bin in Ruhe. Hab keine Lust mehr. Ich geh nach Hause. Oh, hier geht's nicht nach Hause. Lass mich in Ruhe! Geht weg! Ich will nicht mehr! Wie kann man den denn? Dr. Boom. Ich dachte, von oben wäre das echt eine gute Sache oder so. Aber schau mal nicht. Was liegt an? Na, erstmal, dass ich mich für ein ganzes Goldchen hier wieder reparieren lassen muss. Schön, dass ich helfen konnte. Das gibt's ja nicht. Ich hätte doch erst die anderen machen sollen. Ich wüsste jetzt aber auch nicht, wie ich da durchkomme, Lara von Dr. Boom. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich da so leicht durchkomme. Bringt es denn gleich was, wenn ich die Siegel, greifen die mich dann vielleicht nicht an? Doch. Wow. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Aber ich glaube, das hat schon besser funktioniert als gerade, oder? Ich glaube, die Boom-Bomb-Bots, die greifen mich jetzt nicht mehr direkt an, oder? Kann das sein? Da natürlich auch nur eine Einbildung sein, aber der muss da jetzt gleich mal platt sein. Alter Verwalter, entschuldige, wenn ich gerade so ruhig bin. Ist ja echt Hammer. Huch, scheiße. Aber ich sollte mir natürlich nicht sofort da rein stiefeln. War jetzt gerade ein großer Fehler. Nein, 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 ich häng fest. Uiuiuiui. Uiuiuiui.
habe auch nur noch 3 Bomben. Wie soll ich denn das denn schaffen, ey? Mann. Ah, Mist. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich mir vorgestellt hatte. Das hat er nämlich nicht geworfen. Ich bin zu früh gesprungen, Mann. Ich will dann noch ein bisschen ohne Mana-Vergeudung probieren. Jetzt aber. Das ist zu weit. Ich kann da bestimmt irgendwas futtern, ne? Ich hab da bestimmt hier irgendwas. Ja, da. Was? Kampf verwickelt kann man ja nicht fressen. Das habe ich ja ganz vergessen. Flupp. So, Dr. Wu. Da hast du. So, wie viel habe ich noch? Flupp. Alter, das gibt's nicht, ey. Ich bin schweißnass, ey. Ich will aber nicht näher ran, Alter. Mann! Fuck! So oft sind wir noch nicht gestorben in irgendeiner Folge. Das gibt's nicht. Warum? So, nochmal hochheilen. Na Gott sei Dank hat er nicht mehr so viel. Aber wir haben auch keine. Haben wir noch eine Bombe? Ah, wir haben noch eine. Dr. Boom, den können wir nämlich jetzt noch eine verpassen, finde ich. So. Okay. Nimmt der überhaupt Schaden? Nimmt der dann überhaupt Schaden? Na, nicht viel, ne? Es wird echt ein wenig länger hier dauern, als ich gedacht habe. Ich sträube mich hier, ehrlich gesagt, jetzt zurückzugehen. Dann schickt er die zu mir, ne, die Scheißbomben. Ich krieg die schon klein jetzt gleich. Uah! Haarscharf. Das war aber haarscharf jetzt gerade. Da war eine Quest, ey. What a fucking Quest. Das gibt's doch nicht. Mir echt, weiß nicht, ob ich mir nochmal Bomben holen kann. Hab ich jetzt echt keine Ahnung von, aber ey, what the fuck, ey.
stark kann doch keiner sein, ey. Ah, endlich. 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 Für das eigentlich ein recht starker Gegner war, hui. Da wundere ich mich, dass echt die Ausbeute ein bisschen sehr rar ist, ne? Da hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr von versprochen. So, wir müssen erstmal uns reparieren. Was liegt an? Ja, das war's. Bleib sauber. So, liebe Freunde, da brauche ich jetzt erstmal. Ich brauche jetzt erstmal was zur Beruhigung hier. Und er muss erstmal meinen ganzen Schreibtisch hier wieder trocken machen. Liebe Freunde, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Sorry fürs Massensterben. Das war einfach sehr blöd irgendwie angepackt. Ja, vielleicht war ich nicht ganz so. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr denn wollt. Und ja, dann mit dem Hofwald hier weiter durch die Scherbenwelt zu ziehen. Und Nordend ist auch nicht mehr ganz so weit. Wie gesagt, ich lasse so ein bisschen die Dungeons aus. Mal hin und wieder machen wir mal eins. Ob wir alle machen, das schauen wir einfach mal. Vielen lieben Dank fürs dabei sein. Euer Johnny Doe. Ciao.